Hallo, mein Name ist Sandra Juncker. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich werde mit euch eine kleine Einheit machen im Bereich Pilates. Schön wäre es, wenn ihr euch ein Kissen, eine Decke nehmt. Die brauchen wir gleich einmal zur Unterstützung noch des Lendenwirbelbereichs. Können wir erstmal an die Seite legen. Und dann fangen wir an. Beim Pilates zählt die Brustkorbatmung. Es wird nicht in den Bauch hineingeatmet. Das heißt, der Bauch ist die ganze Zeit unter Spannung, also das sogenannte Powerhouse. Richtig feste Anspannen, den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Und dann könnt ihr auch eigentlich nur noch in den Brustkorb hineinatmen. Wir fangen ganz langsam mit einer Atemübung an. Ihr steht schulterbreit, Füße sind fest in den Boden, die Arme sind ganz locker, Schultern sind ganz locker. Das Becken ist gerade, leicht in die Knie gehen. Zieht den Bauchnabel feste zur Wirbelsäule ran, halten und ihr atmet in den Brustkorb hinein. Nicht gerne, eine Hand auf dem Brustkorb, durch die Nase einatmen, durch den Mund wieder ausatmen. Spürt die Atmung in eure Hand hinein und wieder ausatmen. Spannung im Bauch bleibt, legt euch die Hand hierzu auch auf den Bauch. Spürt die Spannung unter eurer Hand. Halten, achtet darauf, dass ihr nicht ins Hohlkreuz abkippt, dass ihr euch wieder gerade hinstellt. Ein durch die Nase und aus durch den Mund. Gut, alles wieder lösen und locker lassen. Wir kommen wieder in die Grundstellung. Das heißt, wieder Hüft, Schulterbreit hinstellen. Einmal ein- und ausatmen. Das Becken ist wieder gerade, der Bauch ist angespannt. Alles ist locker. In den Brustkorb hineinatmen. Mit der Einatmung hebt ihr die Arme auf Schulterhöhe. Und mit der Ausatmung dreht ihr euch nach hinten. Achtet aber darauf, dass ihr nicht das Becken, so wie ich jetzt mache, mitnehmt, sondern dass das Becken vorne bleibt. Ein, wieder zurück. Ausatmung zur Seite, zur anderen. Ein, wieder zurück. Bauchspannung. Aus. Ein, die Schultern sind locker. Und aus. Becken bleibt vorne. Ein und aus. Noch einmal zur anderen Seite. Wieder zurückkommen zur Mitte und lösen. Locker lassen. Grundstellung. Becken ist wieder gerade, neutral. Die Arme gehen. Die gebeugte Haltung, Daumen sind oben, Handflächen zeigen zueinander, den Bauch wieder schön anspannen, einmal ein- ausatmen. Mit der Ausatmung hackt ihr. Ein Stopp, nicht nur die Handgelenke mitnehmen, sondern den ganzen Unterarm. Ein und Bauchspannung nicht vergessen. Noch einmal. Ein letztes Mal. Hacken. Jawohl. Okay. Lösen, locker lassen. Einmal lockern, kreisen die Beine lockern. Und dann gehen wir auch schon auf den Boden. Egal auf welche Seite, wir wechseln gleich. Ihr seid eine Linie, der Kopf nicht auf dem Arm ab, der andere ist vorne abgestützt. Eine Linie, die Beine spitzen ranziehen, ein- ausatmen. Der Bauch ist schön angespannt und das obere Bein geht nach oben. Ein, senken, aber nicht ganz absenken, ein Stückchen halten vor dem anderen Bein und aus.
Ferse richtig raus, der Fuß ist rangezogen. Bauchspannung bleibt die ganze Zeit. Schön in den Brustkorb hineinatmen. Letztes Mal ablegen und einmal lösen. In den Bauch wieder hineinatmen. Dann legt ihr den unteren Arm nach vorne ab. Die Beine sind wieder gestreckt. Der andere Arm geht an den Kopf. Die Fußspitzen sind rangezogen. Ein, ausatmen, den Bauch wieder schön anspannen. Und mit der Ausatmung beginnen wir, die Beine zu heben. Ein, senken, ausheben. Vermag, nimmt den Oberkörper mit und heben. Zweimal noch, ein, aus, ein letztes Mal und wieder ablegen. Lösen, locker lassen, nehmt den Arm rüber, den anderen dazu, greift und zieht euch einmal auseinander. Dehnt die Seite, halten, lösen, Beine anziehen. Über die Mitte auf die andere Seite legen. Und wir fangen hier auch genauso auf der anderen Seite gestreckt an. Der Arm ist lang, die Beine sind lang, Fußspitzen sind angezogen, die Ferse richtig rausgedrückt. Der Bauch geht auf Spannung. In den Brustkorb hineinatmen und mit der Ausatmung das Bein heben, das obere. Ein wieder senken. Ein bisschen Spannung halten, nicht vergessen, der Bauch bleibt die ganze Zeit angespannt. Zweimal noch, ein wieder absenken und ein letztes Mal und lösen, locker lassen. Ihr nehmt den unteren Arm nach vorne, den oberen Arm an den Kopf. Die Beine sind wieder gestreckt. Die Fußspitzen rangezogen. Ein, aus. Bauchspannung aufbauen. Und mit der Ausatmung die Beine heben. Ein, senken. Und aus. Nimm den Oberkörper mit. Spannung im Bauch halten. Zweimal noch. Letzten und lösen, locker lassen, Arm wieder mitnehmen, nach hinten und in die Dehnung kommen. Halten. Und lösen. Jetzt kommt unser Kissen oder auch die Decke zum Einsatz. In den Lendenwirbelbereich legen, so
sodass ihr hier feste drauf liegt. Die Beine ranziehen in den Treppenabsatz. Die Füße ranziehen. Ein-, ausatmen. Spannung aufbauen. Und mit der Ausatmung im Wechsel die Ferse nach unten gleiten lassen. Der Bauch ist die ganze Zeit schön angespannt. Zweimal noch rechts. Ein letztes Mal. Und einatmen und abstellen. Lösen. Alles locker lassen. In den Bauch hineinatmen. Okay. Den Bauch wieder anspannen. Ein-, ausatmen, Beine wieder ranziehen in den Treppenabsatz, jetzt aber die Fußspitzen strecken, mit der Ausatmung wieder beginnen und die Fußspitze tippen lassen. Ein-, wieder zurück und aus. Bauchspannung halten. Noch und absenken und abstellen. Lösen wir das Kissen weg. Zieht die Beine ran, macht euch ganz klein, halten und mal kreisen lassen. Andersherum kreisen. Und wieder kurz zurück zur Mitte kommen. Beine wieder abstellen. Auf eine Seite rollen. Langsam nach oben kommen. Einmal aufstellen, abstützen und wieder hoch. Gut, das war meine kleine Pilates-Einheit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.